Was? Nein, ich will nicht duschen. Oh Gott. Ich laufe gern mit ein bisschen Eau de Nature herum. Geh jetzt nicht duschen, lass mich. Herzlich willkommen zurück hier auf der USG Ishimura, die gerade dabei ist, abzustürzen und uns alle in den Tod zu reißen. Und damit das nicht passiert, haben wir hier gerade versucht, den Maschinenraum zu erreichen oder sind gerade dabei, den Maschinenraum zu erreichen, damit wir die Antriebsdüsen wieder flott machen können und möglicherweise den Tod doch noch ein weiteres Mal von der Schippe. Das sieht aber ganz gefährlich aus, da möchte ich jetzt nicht anklopfen. Dem Tod noch ein weiteres Mal von der Schippe springen. So, das sieht doch aus wie unser Anzug, Mensch. Einer von uns, einer von uns. Was haben wir denn hier? Ach, nur Plasmaenergie. Ich hatte ja kurz gehofft. Hallo! Eines Tages wird da jemand rausspringen, ne? Und es wird mich zu Tode erschrecken. Ich sag's, wie es ist. Ich hatte ja gehofft, dass da wieder so ein Knoten drin ist, aber dem war wohl nicht so. Mal schauen, wie sich dieses drehende Teil von der anderen Seite aus anschauen lässt. Vielleicht müssen wir hier gleich mit Stase arbeiten, aber sieht gut aus. Sieht alles soweit ganz gut aus hier, also so gut wie es eben aussieht. Was ist das eigentlich für ein Klump? Will ich es wissen? Ich glaube nicht. Logbuch des Maschinenraums. C. Danvers. Organisches Wachstum im Maschinenraum. Ich füge dies meiner Anfrage zur vorrangigen Wartung hinzu. Vielleicht hilft etwas Schriftliches, damit Sie aufmerksam werden. Diese unidentifizierte Wucherung, die bereits an anderen Stellen des Schiffs gemeldet wurde, hat den Maschinenraum erreicht. Nicht einmal die Krankenstation weiß, was das für ein Zeug ist. Es sieht aus, als hätte jemand seine Eingeweide an die Wände gekotzt. Und es riecht auch so. Es breitet sich schneller aus, als wir es zuschneiden können, was an sich schon ziemlich eklig ist. Es hat bereits den Lastenaufzug beschädigt und dringt in die Maschinenspeicher ein. Wenn wir nicht bald einen Weg finden, es zu stoppen, wird es übermorgen die ganze Hauptmaschinenkammer bedecken. In der Zwischenzeit gehe ich auf das Abbaudeck. Sie haben PFM 100S für den Eisenabbau eingelagert. Eisabbau und können den Treibstoff entbehren. Vielleicht können wir dieses Zeug kauterisieren. Ich hoffe nur, es riecht nicht noch schlimmer, wenn es brennt. Na, das ist doch schon mal ein sehr subtiler Hinweis, zum einen, was hier schiefgelaufen ist und zum anderen, was die Lösung sein wird. Wir haben es hier offensichtlich mit einem organischen wachsenden, weiß ich nicht, Necromorph-Darm zu tun. Und ich fürchte, wir müssen das Ding abbrennen. Orbitalposition beeinträchtigt. Kurs sofort korrigieren. Ja, hetz mich nicht. Ich kümmere mich ja gleich. Wo geht's lang? Da geht's lang. Also erstmal nach rechts abbiegen. Hallo? Vielleicht mache ich es damit den Necromorphs auch einfach nur leichter, ne? Kann natürlich auch sein. Die können ja dann rauskriechen, ohne dass sie ein Geräusch machen, um das Ding zu zerbrechen. Also möglicherweise eine schlechte Idee. Aber ich werde es trotzdem weitermachen. Kann ich das Ding eigentlich auch zerschwatten? Robustes kleines Teilchen, muss ich ja schon mal sagen. So, aber hier sieht es tatsächlich so aus. Ah, können wir jetzt hier die Metrostation öffnen? Also die Monorail-Station. Ah, sehr schön. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall wieder schnell zurückkehren, wenn uns danach ist. Das ist schon mal gut. Dann brauchen wir nicht den ganzen Weg wieder zurückfliegen, den wir jetzt hinzugenommen haben. Ich habe nämlich ehrlicherweise keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin und würde es wahrscheinlich nicht wieder zurückfinden. Schon gar nicht im Vakuum. Ich würde wahrscheinlich ersticken. Oh! Ein Shop! Was haben wir eigentlich im Lager? Anzug Level 1, klassischer Rig, ein klassischer CEC-Rig, der für jahrelange treue Dienste entwickelt wurde. Was passiert, wenn wir den ausrüsten? Ist das jetzt einfach nur ein Skin oder ist der besser als unser jetziger? Oder ist das möglicherweise so ein, hey, du hast Dead Space damals schon gespielt und das ist der klassische Skin? Wir gucken es uns mal an. Wow.
Der sieht badass aus. Oder? Ich weiß halt jetzt nicht, ob der besser oder schlechter ist als unser jetziger. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht war, ehrlich gesagt. Ich hoffe einfach mal, dass es gut war. Was wir hier auf jeden Fall nicht haben, ist ein Anzug-Upgrade. Aber ich dachte, das gab's im Shop. Deswegen bin ich gerade ein bisschen irritiert. Logbuch des Maschinenraums, stellvertretender Chefingenieur Jacob Temple. Mann, ich kann immer noch nicht glauben, dass der Boss weg ist. Seit der Captain tot ist, gerät hier alles durcheinander. Sie sind alle mit den Nerven am Ende. Wir dachten, die Aufstände wären schlimm. Bis diese Dinger durch die Lüftungsschächte kamen. Ihre Gesichter. Scheiße, das waren meine Tischnachbarn. Freunde von Liz, alte Bekannte. Und dann waren auf einmal die Triebwerke kaputt. Der Primärantrieb macht Probleme und wir verlieren Treibstoff. Und ich habe keine Ahnung, warum. Danvers und ich gehen zum Treibstoffdepot, um das zu reparieren. Wir müssen das Team zusammenhalten, sonst geben sie auf. Tempel Ende. Hört sich an, als wäre hier wie überall die Kacke ordentlich am Dampfen gewesen. So, wir können jetzt, glaube ich, mal einen der älteren Speicherstände überspeichern. Ich denke mal, das können wir uns erlauben. So, was haben wir denn hier? Nee, Quatsch. Ich will eigentlich nur wissen, wo ich lang muss. Zur Steuerungskonsole. Und was ist mit dir hier? Du machst schon wieder Pause oder was? Dir ist aber schon aufgefallen, dass hier gerade alles kaputt geht. Ich sehe dich im Kontrollraum. Wie sehen die Triebwerke aus? Das ergibt keinen Sinn. Der Treibstoff ist leer, die Zentrifuge ist offline. Wir hängen an 4 Billionen Tonnen Nutzlast. Ohne die Triebwerke zieht sie uns auf den Planeten hinunter. Schaffst du das auch allein? Sicher. Erst die Zentrifuge, dann der Treibstoff, dann ein kompletter Neustart. Du musst aber unsere Umlaufbahn stabilisieren. Ich bin bereit. Na los, beeil dich, Isaac. Sehe ich aus, als würde ich hier trödeln, oder was? Ich finde das ein bisschen passiv-aggressiv hier von dem Kollegen immer. Beeil dich, Isaac, sonst sterben wir alle. Mach schon, Isaac. Es hängt alles von dir ab. Währenddessen esse ich mein Mittagsschnittchen. Oh, was haben wir denn hier? Hohohoho. Hallöchen, neue Waffe. Lege Gegenstände ab oder verkaufe sie. Was? Mein Inventar ist voll. Was? Oh nein, dann lass mal ein kleines Medikit nehmen. Und einfach noch eins. Dann sind wir wieder Full Health und haben wieder zwei Plätze. Oh, okay, da müssen wir auf jeden Fall nachrüsten. Uiuiui. Ach, ist das gar keine Waffe gewesen, die wir gerade eingesammelt haben? Oder konnten wir die gerade nicht? Ist die jetzt weg, weil unser Inventar voll war? Ich bin verwirrt. Oh, kriege ich eine neue Sicherheitsfreigabe? Anfrage abgerufen. Wir brauchen Hilfe im Maschinenraum. Nimm ihm die Zange ab. Ich will dich. Ich will das nicht! Ah! Das sind deine Zähne! Das sind nicht die Zähne! Halt die fest! Und das ist der Sicherheitsdienst! Ah! Oh Gott! Er ist tot! Nein, er lebt. Aber er ist ziemlich hart auf das Becken aufgeschlagen. Seine eigenen Zähne! Boss, was passiert hier? Keine Ahnung. Wir brauchen den Sicherheitsdienst nicht mehr. Anderson muss auf die Krankenstation und er braucht einen Psychiater. Henderson war doch der Kollege, von dem wir vorhin gelesen haben, oder? Was? Nein, ich will nicht duschen! Oh Gott! Ich laufe gern mit ein bisschen Eau de Nature herum. Ich geh jetzt nicht duschen, lass mich. Spinn wohl.
überall so viele Necromorphs auf dem Boden rum, dass man permanent gejumpscared werden könnte. Ah! Genau das meine ich! Genau das habe ich gemeint, du Bastard! Sicherheitsstufe kann nicht ermittelt werden. Masterüberbrückung, was ist denn da bitte drin? Alter Schawutzki, ja, aber wir haben hier eine Bank! Plasma-Cutter-Upgrade-Diagramm erweitert. Eine neue Spezialfähigkeit ist verfügbar. Und wir haben 4 Knoten. Leute, Leute, da können wir ja mal richtig schön investieren. So, aber ich fürchte, was haben wir denn hier? Das bringt uns mehr Stase-Energie. Da würde ich gern hingehen. Was haben wir hier? Stase-Dauer ist erstmal in Ordnung. Aber ich glaube, wir müssen erstmal auf Luft gehen. Und dann gehen wir hier auf Stase-Energie. Und dann würde ich gern noch 2... Alter, guck mal, der Ripper ist auf jeden Fall eine Waffe, aber wir können die nicht auswählen. Das ist ein bisschen komisch. Mehr Schaden für den Plasma-Cutter. Was haben wir hier? Nachladezeit. Ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich finde den Plasma-Cutter nach wie vor meine Waffe to go. Deswegen finde ich mehr Schaden gar nicht schlecht. Auch die Nachladegeschwindigkeit ist nicht verkehrt. Ich investiere da mal ein bisschen rein. So. Aber wir haben immer noch nicht diesen Ripper. Das finde ich ein bisschen komisch gerade. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwie ein Bug ist, dass wir den nicht nutzen können. Oder ob wir den irgendwie ausrüsten müssen. Ah, guck mal doch, wir haben den hier. Da, oder? Ausrüsten. Jo, wir müssen den halt einfach ausrüsten. Ja, moin. Eine ferngesteuerte Industriesäge mit einem schwebenden Blatt. Jetzt habe ich halt. Ich kann das Sägeblatt steuern. Habe ich das gerade richtig gelesen? Das steht überall, oder? Alles soll evakuiert werden. Am besten sofort. No! Yo! Wie geil! Da freue ich mich ja richtig drauf. Wo Gegner? Nein, ich hätte ja auch... Oh! Ah! Damit hast du nicht gerechnet, hä? Damit hast du nicht gerechnet, Freundchen. Nimm das. Du Noob. Was ist das denn? Das ist wie ein Motor. Ah, ich drücke hier immer die falsche Taste. Ich krieg's echt nicht hin. Die Musik macht's auch nicht viel besser, um ehrlich zu sein. Oh, wir haben über 10.000 Credits. Nice. Das heißt, theoretischerweise sollten wir uns einen Anzug-Upgrade leisten können. Wenn wir denn rausfinden, wo es das gibt. Kann natürlich auch sein, dass die Anzug-Upgrades sukzessive freigeschaltet werden im Laufe des Spiels, dass man halt nicht von Anfang an so einen total overpowerten Anzug hat. Achtung! Treibstoffreserven sind erschöpft. Haupttriebwerke sind offline. Ja, funktioniert hier eigentlich auch irgendetwas? Müssen wir überhaupt lang? Nö, sehr gut. Ah, was haben wir denn hier? Komm, das machen wir mal kaputt. Haben wir uns jetzt einen Shortcut zurückgemacht? Ja, sieht ganz so aus. Wir haben uns jetzt einen Shortcut zurück in den Anfangsbereich gemacht. Das ist natürlich praktisch. Und das da hätte ich ganz gerne. Nur so für Selbstverteidigungszwecke, versteht sich. Ich habe damit nichts Terroristisches vor oder so.
Vorhin hat es ja auch schon sehr gute Dienste geleistet, das Teil. Ich denke, das kann es nochmal tun. Allerdings... Hoppala. Runterziehen. Ach so, wir müssen das... Ja, okay. Ich guck nur mal ganz schnell, ob da oben im Schrank noch was war. Okay, warte mal. Das muss jetzt ganz kurz weg, weil wenn ich da drauf trete... Hätte mich das, glaube ich, zerlegt. Das wäre gar nicht mal so lustig gewesen. Also wegen sowas soll mein Todescounter keinesfalls nach oben gehen. Wegen so einer Dummheit. So, runter damit. Wir haben die nördlichen Antriebe betankt. Ja. Ich bin ja schon dabei. Das war ja nicht der einzige, den ich betanken muss. Aber ich bedanke mich schon mal für das Vertrauen. Hallöchen! Nin. Ah! Spür den Hass meiner Säge! Geil. So, wen darf ich denn als nächstes ein paar Gliedmaßen abtrennen? Oder anders gefragt, wo komme ich denn eigentlich her? Ach, hier. Ich vermute mal, das müssen wir irgendwie uns ranziehen, oder? Damit wir da hinkommen. Genau. Auf geht's, wir fahren mit Gondula Gause. Wenn ihr euch fragt, wieso ich mich so panisch umschaue, ich vertraue nicht zu niemandem hier. Aber ich habe eine Säge und sie ist bereit und sie ist zu Recht. Ey! Das ist nicht lustig! Komm, schnell! Oh, das sind aber ganz schön viele! Nein! Ich wurde totgekotzt. Wie ist das denn passiert? Damit sind wir bei 2 angelangt. Okay, also ich glaube, die Säge ist für den Einsatzzweck von so vielen Gegnern einfach zu lasch. Da brauchen wir ein bisschen mehr, schätze ich mal. Aber ich... Ich glaube, wir brauchen sie jetzt nochmal hier für die 2 davon, die gleich kommen. Da war sie ja ganz gut. Komm her. Gönn dir. Weil die Säge hatte das Problem, dass wir halt immer erst warten mussten, bis wir da sind. Also sie hat halt einen sehr geringen Radius gehabt in dem Fall. Und das war ein Problem, weil dadurch konnten die uns... quasi zu Tode kotzen, ohne dass wir was machen konnten. Also für den Fall war die Säge eher ungeeignet. Aber ich glaube, der Plasma-Cutter, den wir ja gerade eben geupgradet haben, der sollte uns da sehr, sehr gute Dienste erweisen. Halt, ich bin schon wieder falsch gelaufen. So, waren wir hier schon? Doch, hier waren wir schon. Moment, ich bin schon wieder falsch. Oder müssen wir da drüben auch noch was betanken? Bevor ich hier final rüberfahre, schaue ich nochmal in die Richtung. Nicht, dass wir auch noch was betanken müssen, was ich völlig vergessen habe. Sieht aber nicht so... Ah ne, hier gab es bloß das mit der Sicherheitsfreigabe. Ne, okay. Dann müssen wir wahrscheinlich tatsächlich rüber. Aber meine Panik und meine Unruhe waren berechtigt.
fühle mich bestätigt. Gondola Gause ist definitiv nicht so zuverlässig wie der Aufzug. So, okay, diesmal bin ich bereit. Wir haben viermal Stase, was auf jeden Fall schon sehr hilfreich ist. Ich glaube, wenn die gestasiert sind, wie auch immer man das nennt, wenn die stasiert sind, dann kotzen sie auch nicht mehr ganz so schnell. Das ist ganz gut. Und dann können wir in aller Ruhe Arme und Beine abtrennen. Und das sollten wir auch ausnutzen. Da hat schon wieder einer gekotzt. Da hat schon wieder einer gekotzt. Ihr kotzt mich an. Huh, okay, na, aber das lief doch jetzt... Das lief doch gut. Oh boy. Verabschiede dich von deinen Armen und Beinen. Und du auch. Oh, Plasma Cutter ist einfach Liebe. So eine wundervoll praktische... Aua. Jetzt wäre fast das passiert, was ich gesagt habe. Durch meine eigene Dummheit gestorben hier. Minipack, das brauchen wir nicht. Wir haben tatsächlich kein Leben verloren jetzt. Das ist echt krass. Krass nice. Da können wir uns schon mal mit ein bisschen Plasma-Energie belohnen, finde ich. Oh, ich glaube, den Plasma-Cutter, den werde ich weiter aufrüsten. Den finde ich richtig gut gerade. Bestes Ventil fertig, Prof. Fortschrittsbericht Jacob Temple. Die Triebwerksprobleme sind keine Fehlfunktion. Jemand hat die Treibstoffleitungen zum Haupttriebwerk gekannt und die Ventile beschädigt. Wir haben gerade eine Stunde damit verschwendet, sie zu reparieren. Wir müssen die südliche Betankungsstation in Betrieb nehmen, aber irgendein Trottel hat den Strom abgestellt und den Schutzschalter blockiert. Wir stürzen bald auf den Planeten! Was jetzt? Hier muss doch jemand sein, der eine Ersatzkarte hat. Sieh nach, ob... Was ist das? Denn was los? Gut, wenn der nur auf der Durchreise war, möchte ich ihn jetzt nicht aufhalten, ne? Ich habe die Stase nicht nachgefüllt. Nicht schlau. Nicht schlau. Jetzt kann ich ja mal gucken, ob ich die... Ah, es ist obviously die gleiche Taste, mit der man Stase verwendet. Das ist sehr gut zu wissen. Auch für die nächsten Kämpfe. Oh, was haben wir denn hier? Schlüsselkarte für Tankstation. Das ist ja genau die, die wir gerade gebraucht haben. Perfekt. Das speichern wir uns gleich mal ab, würde ich sagen. So, was haben wir hier? Da gibt es auf jeden Fall Geld. Das lassen wir hier nicht liegen. Ja, bei all der tödlichen Katastrophen, die uns hier möglicherweise einholen und bei all der Gefahr, die hier die ganze Zeit... Hallo? Isaac? Hammond? Daniels? Du hast es geschafft. Gott sei Dank. Nach der Nummer mit der Brücke dachten wir. Nein, zum Glück nicht. Ich habe mich im Computerkern verbarrikadiert. Ich kann sie hören, aber... Noch haben sie mich nicht bemerkt. Isaac, ich habe deinen Rig getrackt. Du bist im Maschinenraum, ja? Ich werde mir Admin-Rechte besorgen. Vielleicht kann ich helfen. Ja, also die Admin-Rechte würde ich auch nehmen. Da sage ich nicht nein. Oh, ein Knoten. Sehr, sehr geil. Freigabe bestätigt. Okay, jetzt müssen wir uns hier wieder entscheiden, was befüllen wir. Ja, die Lichter würde ich gern anlassen, die Lebenserhaltung allerdings auch. Okay, dann doch lieber die Lichter, besser als die Lebenserhaltung, glaube ich. Dann lieber dunkel und Luft als hell und immer auf der Suche nach dem heiligen Sauerstoff. Außerdem haben wir ja Mr. Plasma Cutter.
Our Lord and Savior. Dann betanken wir doch mal ganz schnell, damit wir das hier gleich hinter uns haben. Oh Gott, das hört sich aber gruselig an. Okay, hier sind die Treibstoffanzeige. Nur ein Viertel voll, aber das sollte reichen. Vor dem Neustart muss erst die Zentrifuge laufen. Irgendjemand hat die Treibstoffleitungen ziemlich durcheinander gebracht. Beeil dich, Isaac. Idris 7 ist schon ganz schön nah. Ich wiederhole mich sehr gern, aber ich trödel hier nicht. Ist nicht so, dass ich hier gerade... Wo? Also ich höre, aber ich sehe nicht. Ah, ich sehe. Bist du tot? Ja, sieht gut aus. Immer nochmal nachtreten. Einfach aus Prinzip. Es ist so ein Dominanzding, wisst ihr? Hat nicht mal notwendigerweise was damit zu tun, dass wir da nochmal Loot kriegen. Es ist einfach so ein... nochmal so ein Zeichen, dass wir gewonnen haben. So, dann bin ich ja mal gespannt, was uns auf der anderen Seite jetzt erwartet. Die Hinreise war ja doch schon recht interessant. Und es würde mich doch arg wundern, wenn uns auf der anderen Seite nicht auch irgendwelche Art von Necromorphs begrüßen würden. Oder wir kommen auch gar nicht bis zur anderen Seite, ne? Also ich fühle mich auf jeden Fall mega sicher hier gerade. Ist total... Ich höre es doch schon wieder. Ich höre doch schon wieder irgendwelches Gekräuche und Gefläuche. Auf das ich überhaupt keinen Bock habe. So, wo geht's denn lang? Ach, hier. Ah! Ah! Gleich hier mit deinem Kopf noch flattern gehen. Ach stimmt, die Säge haben wir ja auch noch. Aber nee, der Plasma-Cutter stellt mich gerade maximal zufrieden. Wie viel Munition haben wir für den noch? 42, das ist ganz gut, würde ich sagen. Damit können wir arbeiten. Womit wir auch arbeiten sollten, ist die Wegfindung, denn sonst wird das hier nichts. Ach, alles klar, wir müssen... Ih, was bist du denn? Du hast doch bestimmt Bock drauf zu gehen, oder? Wow, 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 wow! Warte. Einer nach dem anderen. Jetzt nicht alle gleichzeitig hier. Du lebst ja auch noch. Oh, oh. Du lebst ja immer noch! Stirb halt! Mann! Und ihr habt keinen Loot dabei und ihr schämt euch dafür. Ah, doch. Immerhin. Wenigstens einer von euch hat Anstand. Gibt mir was dafür. Oh, Leute. Müssen wir denn lang? Ach, da. Oh, ich gehe erstmal speichern. Das kann man hier gar nicht oft genug machen. Einfach immer schön speichern. So, ich bin jetzt echt gerade am überlegen, ob wir uns für unsere... Wie viel Geld haben wir denn? 12.400. Ob wir uns dafür vielleicht mal so einen Kern gönnen sollen. Einfach damit wir ein bisschen upgraden können. Allerdings habe ich im gleichen Atemzug ein bisschen Schiss, dass wir dann beim nächsten Mal das Anzug-Upgrade nicht kaufen können.
Was ist denn das? Kinetische Ladeautomatik. Bringen dieses Teil zu Werk. Und wofür? Ach, fürs Impulsgewehr. Und was ist das? Wärmespeicher. Klingt natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber wir haben ja noch nicht mal den jetzigen Dinge. Ich kaufe mir jetzt mal so einen Knoten. Wir haben ja noch nicht mal den jetzigen Pfad vollendet bei der Werkbank für unseren Plasma-Cutter. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, noch kein Geld in eine Erweiterung investieren. Aber das müssen wir definitiv im Hinterkopf behalten. Oh Gott. Leute, wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Kohle hier. Wir müssen unseren Anzug upgraden, wir müssen so Kerne kaufen, wir müssen die Kerne an der Werkbank investieren. Da wiederum können wir Upgrade-Sachen kaufen. Also wir brauchen richtig, richtig viel Schotter. Da führt kein Weg dran vorbei. Und genauso führt auch leider kein Weg mehr aus diesem Aufzug heraus. Zumindest nicht in dieser Folge, liebe Freunde. Denn wir sind schon wieder am Ende angelangt. Wir haben hier die 30 Minuten voll gemacht. Es waren 30 spektakulär spannende Minuten. Wir haben zumindest die Treibstofftanks füllen können zu 25%. Das sollte aber reichen, um uns hier wieder in die Umlaufbahn zu katapultieren. Als nächstes müssen wir... Ach, der Anzug gefällt mir gerade doch nicht mehr so gut. Als nächstes müssen wir... Dafür sorgen, dass wir die ganze Maschine hier wieder in Gang kriegen. Aber darum kümmern wir uns in der nächsten Woche, würde ich sagen, nicht mehr in dieser Folge. Wir werden es schon noch eine Woche aushalten, ohne auf den Planeten oder auf den Asteroiden hier zu stürzen. Ich denke, das sollten wir hinkriegen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wundervolle Woche. Lasst mir gern ein Däumchen da und bis zum nächsten Mal. Haut rein!